Hey, ich bin Jill Marielle Bex und heute erzähle ich euch, was mich so an der Zucht fasziniert. Dieses Pferd hat einen adeligen Namen, würde ich mal sagen, HBS, Golden Mylight NRW. NRW für den Zuchtverband. Sie wurde geehrt, weil sie Bundeschampioness geworden ist, hat sie die Ehre, das NRW fix zu tragen. Und HBS steht für Hengsthaltung Bex Sport Horses. Das ist eigentlich eine verrückte Geschichte, dadurch, dass meine Eltern immer schon züchten und ich auch irgendwie mit Papa das mittlerweile ganz viel mache und da auch ein bisschen Einwirkung habe und mitreden darf, hatte ich den Wunsch, mal was alleine, sag ich mal, zu machen. Und quasi etwas auf meinen Namen, wo ich quasi dran schuld bin und die Konsequenzen tragen muss. Und dann ergab sich damals die Möglichkeit, diese Zuchtstute, die Ponystute Bianca zu kaufen, weil ich hatte da schon zwei Nachkommen raus und der Züchter, der Besitzer, der war körperlich mal nicht mehr so fit und hat uns gefragt, Mensch, wollt ihr die Stute haben? Und ich so, oh Papa, das wär's doch. Ja. Also haben wir die eben gekauft und mit dem Fohlen und dann konnte ich mir den ganzen Winter Gedanken machen, was ich verbessern möchte. Und ich wusste ziemlich genau, was ich gut finde und was eben nicht, dadurch, dass ich die Nachkommen davor geritten habe. Und dann ging es eben darum, ja, wir suchen den passenden Hengst. Dann sind wir auch zur Ponykörung gefahren, weil ich von den bewährten Vererbern nicht das Gefühl hatte, dass der Perfekte dabei ist. Dann trabte eben dieser Golden West durch die Halle und da waren wir uns einig. Ich habe gesagt, Papa, was hältst du von dem? Und er sagte, ja, genau den Gedanken habe ich auch, das ist es. Ja, dann haben wir den eben besamt, die Stute, im Frühjahr und die war auch so vertragend und dann musste ich 11 verdammt lange Monate warten. Ich kenne es ja von den Großpferden, aber wenn es dann das eigene ist, so was auf dem eigenen, ja, aus dem eigenen Gedanken wächst, dann sind 11 Monate doch schon wieder länger als normal und diese 11 Monate gingen wirklich langsam um, aber dann war es endlich soweit. Dann kam im Januar eben dieses kleine Stutfohlen, Halbfohlen zur Welt und das war eigentlich schon Liebe auf den ersten Blick. Ich glaube, es hätte sein können. Es wäre egal, wie gut oder schlecht es gewesen wäre. Das war einfach mein Fohlen, mein Baby und das war alles für mich. Und dann ging es raus und haben wir draußen traben lassen. Und ich habe da schon großes Potenzial drin gesehen, obwohl man, glaube ich, in dem Moment gar nicht so viel erahnen konnte. Aber ich war stolze Züchterin. Ich hatte schon irgendwie immer das Gefühl, das ist schon was Besonderes. So, das müssen wir jetzt hinkriegen, das ist was Besonderes, dieses Pony. Und habe sie dann schonend ausgebildet und angefangen zu reiten. Und dieses Bewegungspotenzial, was damals da war, blieb auch. Und durch die Erfolge wurde mir das dann auch relativ schnell klar. Es begann eigentlich damit, dass sie auf der Stutenschau direkt erste Reservesiegerin wurde von Westfalen. Und im Anschluss wurde sie dann mit mir im Sattel Westfalen-Championess. Das war schon prima, da war ich ganz glücklich. Und dann sind wir eben noch zum Bundeschampionat gefahren. Und sie hat sich toll benommen, toll gezeigt und toll entwickelt und dann haben wir es wirklich geschafft, dort als Team Bundeschampion zu werden und da war ich wirklich überglücklich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da war auch nicht mit zu rechnen und dass wirklich die Kombination so gepasst hat, das war wirklich ganz, ganz großes Glück und ich weiß nicht, ob, ich meine, so ein Fuh ist für mich ein besonderes Pony und die bewegt sich wirklich für mich wie ein Großpferd, ganz elastisch und ich weiß nicht, ob ich so ein Pony nochmal so ziehen kann. Das war das Erste. Vielleicht wird es das Beste bleiben. Ich weiß es nicht. Aber ich habe dem Pony auf jeden Fall versprochen, dass es hier bleiben darf. Und auf Dauer wird sie sicher auch bei uns dann in die Zucht. Wird das meine Zuchtstute werden, mit der ich weiterzüchte? Mit dem, was du bekommst, mit den Gegebenheiten zu arbeiten, das ist toll. Und das ist genau das, warum wir diesen Sport hier so betreiben und die Zucht.